Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Haben Sie schon mal versucht, mit so einer rotierenden Bohrmaschine ein Loch in eine harte Wand zu bohren? Wahrscheinlich hat das nicht funktioniert. Es geht nur mit einer Schlagbohrmaschine. Und auch auf großen Baustellen sehen wir immer wieder Presslufthämmer und so weiter, also schlagende Verfahren, die dazu eingesetzt werden, harte Gesteine kaputt zu machen. Nur in der Tiefbohrtechnik gibt es noch keine Hämmer. Warum? Weil alle Hämmer, die es im Moment gibt, nur mit Luft oder mit Klarwasser betrieben werden können. Sobald Feststoffe in der Reinigungsflüssigkeit drin sind, geht das Schlagwerk kaputt. Und unsere Bohrspülung enthält ja viele Feststoffe und deswegen gibt es in der Tiefbohrtechnik bisher keinen Hammer, der zuverlässig funktioniert. Wir haben aber eine gute Idee gehabt, die wir im Rahmen eines Forschungsprojektes gerade umsetzen. Und zwar nehmen wir einen üblichen Bohrmotor, der von Spülung durchströmt wird, aber anstatt den Meißel anzutreiben, schließen wir eine Hydraulikpumpe an den Bohrmotor an. Und diese Hydraulikpumpe pumpt sauberes Hydrauliköl in einem Schlagwerk im Kreis und dieses Schlagwerk erzeugt Schläge, mit denen wir einen Bohrhammer das Gestein zerschlagen lassen. Im Prinzip gibt es alle diese Bauteile schon. Es gibt ja Bagger, die ordentliche Schlagwerke vorne haben. Und es gibt auch große hydraulische Aggregate, die erforderliche hydraulische Energie bereitstellen. Aber die Besonderheit bei uns ist eben, dass wir alles in einem kleinen Bohrloch unterbringen müssen. Und das ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht erscheinen möchte. Und bei uns in unserem Projekt arbeitet Leon Grottendieck auf dieser Aufgabe. Er promoviert auf diesem Thema und er hat auch schon ganz gute Erfolge erreicht. Wir haben eine Versuchsbohranlage hier in der Nähe unserer Universität. Und da lässt Leon ganz ordentlich das Gestein stauben. Wir gucken uns das mal kurz an. Ja, und von so einem Forschungsprojekt profitiert nicht nur der Doktorand, der dann zum Abschluss seinen Doktortitel bekommt, sondern natürlich fließt auch diese Forschung in die Vorlesungen ein. Und die Studenten können sich auch an unserer Forschung beteiligen und Studien- oder Diplomarbeiten auf dem Thema schreiben. Und außerdem müssen sie ja auch immer Vorträge halten, Seminarvorträge. Und auch da eignen sich solche Themen, um ja, die Vortragsskills zu erproben und zu erlernen. Und durch solche Forschungsprojekte können wir also unsere Lehre auch lebendig gestalten. Und so hoffen wir, dass wir ein attraktives Studienangebot liefern können. Und wenn ihr auch Tiefbohrer werden wollt, dann kommt nach Freiberg in unsere Vorlesung. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!